Samsung Galaxy A13 mit defektem Display. Das tauschen wir aus. Herzlich willkommen bei Smartronic. Um bei diesem Samsung Galaxy A13 das Display auszutauschen, entfernen wir zunächst mal den SIM-Karteneinschub. Danach müssen wir die Rückseite vom Display lösen. Das geht am einfachsten mit einem dünnen Metallwerkzeug. Mit dem kann man hier zwischen Display und Rahmen reinfahren und das Backcover Stück für Stück ausklipsen. Das Ganze muss man einmal um die ganze Rückseite machen. Speziell bei der Seite, wo die Einschalt- und die Lautstärkentasten sind, sollte man mit dem Werkzeug nicht reinfahren, da dahinter sich Knöpfe verstecken, die man beschädigen könnte. Nachdem das Backcover auf allen vier Seiten gelöst ist, kann man es vorsichtig zur Seite nehmen. Jedoch Achtung, es befindet sich hier noch ein Kabel, das zum Fingerabdrucksensor führt. Das können wir erst ausstecken, nachdem wir im oberen Bereich eine Abdeckung gelöst haben. Dazu müssen wir im oberen Bereich des Geräts alle Schrauben lösen. Wichtig dabei, in diesem Fall ist nicht darauf zu achten, wie lange die Schrauben sind. Die im oberen Bereich haben nämlich alle die gleiche Länge. Das heißt, wir können die einfach alle auf einen Haufen weglegen. Seid euch nicht sicher, habt ein anderes Modell, dann legt euch die Schrauben am besten sortiert hin, da es Modelle gibt, bei denen unterschiedlich lange Schrauben verwendet werden. Nachdem wir alle Schrauben im oberen Bereich gelöst haben, kann man hier leicht unter die Kameraabdeckung reinfahren und diese nach oben wegnehmen. Die Kameraabdeckung beinhaltet die drei Gläser. Diese könnte man auch nun separat von der Kamera tauschen. Darunter befindet sich dann schon der Anschluss für den Fingerabdrucksensor. Der kann auch einfach nach oben abgezogen werden und schon ist das Backcover komplett gelöst. Die schwarze Abdeckung kann nun am Ende auch nach oben ausgeklipst werden. Diese ist seitlich jedoch eingehackt und muss erst gelöst werden. Die schwarze Abdeckung beinhaltet unter anderem verschiedene Antennen und ist für den Empfang wichtig. Nun offengelegt befindet sich hier unsere Hauptplatine. Diese beinhaltet auch hier die vier Kameras auf der Rückseite des Geräts und hier oben die kleine Frontkamera. Zunächst jedoch, bevor wir das ausbauen, sollten wir hier unten den Akku abstecken. Nachdem der Akku abgesteckt worden ist, können wir auch die anderen Kabel, wie hier dieses Flexkabel, das dann nach unten zur Subplatine geht, entfernen. Genauso wie hier diese zwei Kabel, die für WLAN und Bluetooth-Empfang zuständig sind. Nachdem das passiert ist, haben wir hier links nur noch eine schwarze Schraube. Diese sollte man sich merken, da sie eine andere Länge hat wie die Schrauben vom Anfang. Nachdem die Schraube entfernt ist, kann man die Hauptplatine nach oben herausnehmen. Zum Nähen betrachtet sehen wir hier auf der Rückseite nochmal die kleine Frontkamera. Hier sehen wir den SIM-Karteneinschub. Und wenn wir das Ganze umdrehen, haben wir hier unsere vier Hauptkameras. Unter diesen silbernen Abdeckungen auf der Vorder- und Rückseite würde sich dann noch der Prozessor und der Hauptspeicher befinden. Diese können wir jedoch jetzt, ohne dass wir die Abdeckungen auslöten, gar nicht begutachten. Dann sind wir soweit im oberen Bereich des Geräts fertig, dass wir im unteren Bereich weitermachen können. Da müssen wir nun wieder sämtliche Schrauben lösen. Diese sind auch gleich lang und müssen nicht sortiert werden. Und auch hier, nachdem alles entfernt worden ist an Schrauben, kann der untere Deckel ausgeklipst werden. Und auch in diesem Deckel befinden sich mehrere Antennenstreifen. Im unteren Bereich offenbart sich dann die Subplatine. Diese beinhaltet den USB-C-Ladeanschluss, genauso wie die Kopfhörerbuchse. Und hier links an der Seite stellt sie die Verbindung zu unserem unteren Lautsprecher dar und auf der rechten Seite zum Vibrationsmotor. Um diese nun ausbauen zu können, müssen wir hier zunächst ein Flexkabel ausstecken. Die Platine selbst ist dann im oberen Bereich auch mit einer schwarzen Schraube fixiert. Diese muss gelöst werden. Und dann würde ich empfehlen, dass man mit einer Pinzette in die Kopfhörerbuchse fährt und die Platine nach oben einfach rausnimmt. Nun nochmal kurz zum Display. Was war hier eigentlich der Fehler? Das Display ist gesprungen. Zusätzlich, wie es ganz häufig bei den Samsung A-Modellen ist, zeigt das Display allerdings gar nichts mehr an. Speziell beim Kauf von unserem neuen Display muss man dann noch darauf achten, dass wir die richtige Version des Samsung Galaxy A13 kaufen. Es gibt nämlich zwei verschiedene Displays. Einmal gibt es ein Modell mit der Bezeichnung SM-A135 und einmal mit der Bezeichnung SM-A137. Wir haben hier das 37er Modell. Würde man da jetzt das 35er Display verbauen, funktioniert das nicht. Auf der rechten Seite haben wir nun unser neues Display und was noch auffällt,
Unten der Lautsprecher ist bereits vorinstalliert. Der Vibrationsmotor fehlt hier jedoch noch, den müssen wir umbauen. Genauso wie der Akku hier im mittleren Bereich muss umgebaut werden. Im oberen Bereich, die Hörmuschel, ist allerdings wieder vorhanden. Um nun den Vibrationsmotor auszubauen, kann man hier seitlich mit der Pinzette drunter fahren und kann ihn einfach nach oben herausheben. Um den Akku vernünftig ausbauen zu können, gebt ihr am besten etwas Isopropanol an der Seite unter den Akku. Nehmt euch dann ein stumpfes Werkzeug und hebelt ganz vorsichtig den Akku Stück für Stück an. Wichtig dabei, den Akku nicht zu verletzen, das könnte nämlich zu einer Stichflamme führen. Seid ihr euch da unsicher? Am besten tauscht ihr dann den Akku mit aus, dann kann nichts passieren. Nachdem ich den Akku schon etwas angehoben habe, können wir den Kleber zusätzlich mit einer Kunststoffkarte etwas lösen, um dann danach wieder mit unserem Werkzeug nachzuhelfen. Der Akku sollte dann nach Möglichkeit nicht gebogen werden beim Ausbau, so wie es hier bei mir jetzt funktioniert hat. Dann wieder bei unserem neuen Display entfernen wir nun alle Schutzfolien, um dann das Innenleben wieder einzubauen. Wichtig, jetzt gleich mal den Vibrationsmotor einbauen, damit wir den später dann nicht vergessen. Zusätzlich können wir jetzt auch schon die Subplatine wieder einsetzen, festdrücken und das Kabel im unteren Bereich anstecken. Genauso wie die eine Schraube, die hier in die goldene Öffnung kommt, diese kann wieder angeschraubt werden. Im oberen Bereich setzen wir dann die Hauptplatine wieder richtig bündig ein, nehmen auch die schwarze Schraube, die wir vorher rausgenommen haben, und setzen die hier links oben bei den Kameras auch an die goldene Stelle und schrauben das Ganze schon mal fest. Wenn wir das soweit gemacht haben, brauchen wir wieder unseren alten Akku. Da würde ich empfehlen, dass wir die Klebereste auf der Rückseite so gut es geht entfernt, da wir die neu machen. Nachdem wir alle Klebereste entfernt haben, müssen wir nun neuen Kleber auf unseren Akku aufbringen. Da können wir entweder einen originalen Kleber besorgen. Dieser ist jedoch nicht Teil vom Display und müsste separat besorgt werden. Oder wir nehmen hier so ein doppelseitiges Klebeband, zum Beispiel von der Marke 3M. Ich nehme jetzt hier im Beispiel das Klebeband. Das kleben wir einfach mal auf kompletter Länge auf unseren Akku drauf und schneiden das unten passend ab. Und das gleiche machen wir nochmal. Da ich hier jetzt ein Klebeband habe, das eine extrem starke Klebekraft hat, reichen diese zwei Streifen aus. Habt ihr ein schwächeres Klebeband, dann könnt ihr hier auch deutlich mehr Kleber anbringen. Dann nur noch die Schutzfolien entfernen. Und der alte Akku kommt in unser neues Display. Dazu setzen wir den unten bündig an und lassen den einfach reinfallen und drücken den etwas fest. Danach können wir schon das Flexkabel, das zum Display geht, bei unserer Hauptplatine wieder anstecken. Dazu positioniert man das richtig und lasst es hörbar einrasten. Nun müssen wir noch die Antennenkabel richtig verbinden. Das heißt, das rote Kabel kommt an den unteren Anschluss. Dieses muss auch bündig über den Anschluss positioniert werden und wird dann nach unten eingerastet, so dass es von selbst hält. Das gleiche dann beim weißen Kabel, das an der oberen Anschluss angesetzt wird. Nachdem beide Kabel eingerastet sind, müssen sie hier seitlich noch eingefädelt werden. Das geht am besten mit einem Kunststoffwerkzeug. Und dann sind die hier sauber verlegt. Bevor wir nun unseren Akku anstecken, braucht man das Kabel von unserem Backcover. Das muss man um 180 Grad verdrehen, wenn wir das Backcover hier falsch rum liegend haben. Und dann hier am linken Anschluss anstecken. Danach erst den Akku als letztes Kabel verbinden und dann kommen wieder die zwei Abdeckungen oben und unten auf unser Gerät. Dann kann man anfangen, alles im unteren Bereich zum Verschrauben und nachdem die untere Abdeckung verschraubt ist, folgt die obere. Nachdem alles verschraubt ist, braucht man nur noch die Abdeckung über den Kameras. Die kann man hier links erstmal einhaken und dann nach unten drücken und sie rasten alle ein. Dann das Backcover umklappen und an allen vier Ecken festdrücken. Den SIM-Karteneinschub nicht vergessen. Und dann schauen wir mal, ob die Reparatur geklappt hat. Ich schalte mal das Gerät ein, das Logo erscheint schon mal, dann lassen wir es kurz hochfahren. Und so schnell haben wir das Display getauscht und das Gerät funktioniert wieder fehlerfrei. Habt ihr jetzt noch Fragen, dann schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn nicht, dann habe ich hier oben noch ein Video für euch verlinkt, das euch interessieren könnte. Wir sehen uns dann.